Beginnen wir mit der Pokémon-Liga hier im Pokémon Ultrasonne. Wer wird auf uns warten? Wer wird uns herausfordern? Haben wir hier vielleicht noch die Möglichkeit, sogar noch ein paar Pokémon zu fangen, aber möchte ich ungern. Ah. Okay. Es gibt sogar noch ein paar Trainer hier auf dem Weg, denen wir auch nicht aus dem Weg gehen können. Aber gut, ich glaube, dass eben das Training jetzt hier sehr, sehr wichtig ist. Gerade halt eben auch, um die Pokémon noch ein bisschen anzupassen. Setzt sich nur ein, okay. Level 52. Ich denke, ich bin mit meinen Pokémon recht gut gerüstet. Jetzt Luft nicht ein. Okay, let's go. Läuft gut, läuft gut. Calamanero. Boah, was war Calamanero? Es hört sich so ein bisschen... Ich weiß es gerade nicht mehr. Was war Calamanero? Ah, doch, okay. Ich hatte es gerade so leicht im Hinterkopf, aber... Alles gut. Setz Kraftkoloss ein. Bleib standhaft. Psychoklinge. Das ist mies. Nochmal Psychoklinge. Okay. Ich hätte mit Silvaro weiterkämpfen sollen. Schattenfessel. Und setzt Nachtdieb ein. Der hat gesessen. Oh. Okay. Ja, wir könnten ja auch einfach ein bisschen netter drüber sprechen, dass du hier gerade voll am Ausrasten bist. Ich hätte Laubklinge einsetzen sollen, nicht Dummkopf. Krass. Der erste Pokémon-Trainer. Und schon bin ich hier komplett auseinandergenommen, oder was? Sie geht hier rum. Oh, wilde Pokémon haben wir auch noch mit dabei. Wolbert, ich weiß nicht warum. Game Freak, warum ihr immer überall die gleichen Pokémon spawnen müsst? Es gibt so viele verschiedene Pokémon, die in so einer Höhle sein könnten, aber nein. Ihr bleibt dabei und nehmt weiterhin immer die gleichen. Aber Schutz wird sich jetzt nicht lohnen. Oh, Absol. Ja, nice. Das wäre doch mal was, oder? Ein paar Pokémon noch hier zu fangen, bevor wir zur Pokémon-Liga übergehen. Wäre schon ganz gut. Überall.
Komm, bleib drin, bleib drin, bleib drin, bleib drin. Nein! Levelball, Mondball, Luftball. Ich hatte doch noch Pokebälle gefangen. Gekauft. Gefangen. Komm schon. Warum bleibst du nicht drin? Keine Chance. Okay, dann gib ihm den Rest. Es war ein Versuch wert. Ich meine, es sind ja jetzt auch nur noch solche Pokémon, die ich halt wirklich brauche. Ich werde den Dex jetzt nicht auf 100% bringen. Oh, ich glaube... Oh. Ich glaube... Man könnte hier noch einiges an EP farmen. Einiges. Linfu und Costurso. Das ist so gemein. Ich müsste zwar jetzt nach jedem Kampf eigentlich zurückfliegen zu einem Pokémon-Center, aber das wird ja unerträglich. Nitro-Ladung. Auch hier merkt man wieder das Limit vom 3DS. Aber ist okay. Nichtsdestotrotz sollte ich, glaube ich, trotzdem alle Pokémon eben wiederbeleben. Es lohnt sich ja von Minute zu Minute mehr. Der ist schon mit drin. Luftschmeck auf den Fu. Brauchten wir gar nicht. Jetzt noch Marshmallow ein. Okay. Und Luftschnitt. Vom Panzeron treff. Wunderbar. Gyarados erreicht Level 44. Sehr schön. Und es gab einiges an Preisgeld. Das ist auch immer sehr gut. Ich würde erstmal gerne wissen, bevor ich jetzt meine ganzen Items hier benutze, ob es hier ein... Oh! Hä? Was macht denn Necrozma jetzt hier? Okay, nee, kann ich nicht machen. What the? Es ist geschwächt, aber was genau ist passiert?
Was ist hier um Gottes Namen passiert? Necrozma liegt kraftlos und ausgelaugt am Boden. Willst du das Licht deines Z-Kraftrings auf Necrozma richten? Meint ihr, ich könnte dem Pokémon damit helfen? Ich mach's. Necrozma erscheint. Aber es ist jetzt geschwächt. Es ist verdammt nochmal geschwächt. So fängt man Necrozma nie im Leben. Setzt Juwelenkraft ein. Ey, normalerweise könnten wir das eigentlich sofort im Meisterball fangen, oder? Hä? Wieso kriegt man Necrozma hier einfach so wie auf einem Teller serviert? Das kann nicht sein. Tonvisier. Ist aber definitiv auch ein Pokémon. Was ich gut gebrauchen könnte. Aber es. Ey, Necrozma im Ultraball wäre natürlich jetzt mega, ne? Aber ich denke dafür. Aber was passiert, wenn ich jetzt. Ich hab ein bisschen Schiss. Jetzt Eisenabwehr ein, okay. Was passiert, wenn ich Necrozma jetzt besiege? Nächstes Pokémon rufen. Sollte man es versuchen? Mit Fußtritt vielleicht. Könnte man es so leicht anschwächen. Hat keine Wirkung. Hihihihi. Okay, und jetzt hieß es. Pokebälle werfen. Ich meine, ich habe ja nur 3 Ultrabälle bekommen, aber Ultrabestien gibt es doch. Welche Ultrabestien gibt es? Es gibt doch mehr als 3 Stück. So, Moment. Bekannte Spezies. Es gibt 3, 6, 9, 10, 11 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ne, 10 Stück. 10 Stück, sorry. Das eine war die Entwicklung von. Soll ich es probieren? Ein besonderer Ball zum Fangen von Ultrabestien. Andere Lebewesen lassen sich damit nur schwer fangen. Ist Necrozma denn eine. Nein, aber Necrozma ist keine Ultrabestie. Necrozma. Ultrabestie. Spieler kann natürlich legendären in den Pokémon öffnen.
Der Pokédex beschreibt, ich lese gerade vor, der Pokédex beschreibt es als einer Ultrabestie ähnelnde Kreatur. Wie die Ultrabestien stammt es aus einer anderen Dimension und weist ebenfalls Supreme-Zahlen als artspezifische Stärken auf. Ich muss versuchen. Ich probiere es. Boah. Aber ich kann jetzt nicht alle drei Ultrabälle dafür verwerfen. Das geht nicht. Pokéball? Ihr wollt mich jetzt gerade verätteln. Necrozma lässt sich in einem Pokéball fangen, aber in einem Ultraball nicht. No. Oh nein, wie bescheuert. Okay. Naja, immerhin. Ich hatte im Kopf entweder ein Ultraball oder Pokéball, aber kein anderer. Für Necrozma wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Necrozma. Ey, wir haben's. Wir haben's. Du hast ein legendäres Pokémon registriert. Worauf wartest du noch? Schau es dir mal genauer an. Necrozma. Prisma Psycho. Vom Typ. Diese Kreatur stammt aus einer anderen Welt. Sie wird gequält, wenn sie auf der Suche nach Licht seiner Energiequelle herumwütet. Nein. Es hat einen Z-Kristall fallen lassen. Ultra-Necronium Z. Faszinierend. Oh, wer kommt denn jetzt? Es freut mich, dich wiederzusehen, Bela. Selbst für jemanden wie dich ist es eine bemerkenswerte Leistung, das Vertrauen von Necrozma zu gewinnen. Ich bin ganz fasziniert davon, deshalb möchte ich dir etwas schenken. Das Ultra-Forschungsteam hatte mich mit der Entwicklung einer neuen Maschine beauftragt, mit der sich selbst Necrozma kontrollieren lässt. Da mir der Gedanke jedoch missfiel, habe ich mir erlaubt, einige Verbesserungen daran vorzunehmen. Die Maschine ermöglicht es jetzt, Necrozma noch mehr Kraft zu entlocken. Wie das funktioniert? Es ist ganz simpel und doch genial. Die Maschine kann Necrozma mit dem legendären Pokémon Salgaleo fusionieren. Das ist der Acromat 1198, oder wie ich ihn zu nennen pflege, Necrozol. Du erhältst das Item Necrozol. Und das ist noch nicht alles. Ich habe auch eine Maschine entwickelt, die Necrozma mit dem legendären Pokémon Lunala fusionieren kann. Das ist der Acromat 1199, oder wie ich ihn zu nennen pflege, Necroloon. Okay. Ach ja, da fällt mir ein. Wie ich höre, bist du Salgaleo bzw. seiner ersten Entwicklungsstufe Cosmo zum ersten Mal auf dem Mahalo-Bergpfad begegnet. Einem Trainer wie dir gelingt es sicherlich auch, die gewaltigen Kräfte von Necrozma und die des legendären Pokémon richtig einzusetzen. Auch ich habe schon meine Erfahrungen mit der Fusion von Pokémon machen können. Aber damit will ich dich jetzt nicht belästigen. Ich wünsche dir viel Erfolg auf deinen Reisen. Leute, wir haben jetzt gerade Necrozma gefangen, ne? Necrozma. In einem Pokéball wohl bemerkt. Das ist schon ein bisschen krank. Haben wir hier noch irgendwie Sachen, die ich gebrauchen könnte? X-Spezialverteidigung. Okay. Necrozma im Pokéball. Das ist irgendwie völlig unrealistisch gerade. Hätte ich lieber noch einen Ultraball geworfen, wirklich. Einerseits finde ich es natürlich auch schade, dass ich jetzt
einen Ultraball dadurch verloren habe. Aber ist nicht schlimm. Nitro-Ladung. Ein paar Pokémon-Kämpfe stehen uns wahrscheinlich noch bevor, bis wir das Pokémon Center erreichen. Würde ich zumindest mal tippen. Genontor schützt sich selbst. Haben wir hier noch irgendwo was? Okay. Ich werde Topschuss gleich mal einsetzen. PM13, Eisstrahlen. Hier ist ein Trainer. Ich denke aber, dass ich eher weiter nach oben gehen muss. Sicher, ob ich wirklich jetzt hier alle Trainer noch mache, nicht dass ich hinterher zu stark bin. Das ist tatsächlich meine Sorge. In die Pokémon-Liga habe ich dann doch noch gerne mit einem bisschen Herausforderung, aber es, mein Silvaro ist ja nun mal auch schon. Oh, Level 62. Hat keine Wirkung. Na wunderbar. Mein Gyarados hätte ich gerne noch ein bisschen weiter gelevelt. Schallwelle ein. Das war es für Gyarados. Wer hätte es gedacht? Milotic. Pokémon wechseln. Na doch. Wenn Georock zuerst drankommt, alles gut. Wenn nicht, nicht.
Stufe 53. Georok hat die Attacke eiskalt abgewehrt. Kongo. Zeigen wir auch mal den Z-Move von Georok. Habe ich, glaube ich, auch noch gar nicht. Habe ich das gemacht? Ich glaube nicht. Hat sich aber gelohnt. Sehr schön. Selvaro erreicht Level 63. Lepomentas. Pokémon wechseln. Dann kommt Knogger ins Spiel. Seit welcher Episode habe ich eigentlich jetzt Knogger an meiner Seite? Weiß ich nicht. Es hat sich irgendwie so ein bisschen ins Team eingeschlichen. Und dann ist aber auch nichts mehr passiert. Ah, hat kein... hat keine Wirkung. Mies. Jetzt Erdkräfte ein. Das war's für Knogger. Sauber. Ich würde aber langsam gerne mal wissen, wann das nächste Pokémon Center kommt. Jetzt mal wirklich, Leute. Kann doch eigentlich nicht mehr so weit weg sein, oder? Würde mich zumindest sehr freuen, wenn jetzt mal langsam eins kommen würde. Top Genesung, danke dafür. Aber nee. Das ist jetzt ein bisschen seltsam, oder? Ich habe gedacht, bevor wir jetzt mit der Pokémon-Liga anfangen, mache ich meine Pokémon lieber alle fit und gehe nochmal mächtig einkaufen. Und jetzt verbrauche ich hier schon alles. Elixier werde ich jetzt mal nicht dafür verschwenden. Glacium Z. Okay. Ich hätte halt wirklich echt gerne einen Glaciola noch im Team. Okay. Die Frage ist, wo kriege ich Evoli her und wo bekomme ich das jetzt noch so schnell trainiert? Glaciola wäre aber echt cool. Also vom Kopf her allein würde ich sagen, ey, wir haben eigentlich noch ein bisschen was zu tun, bevor wir zur Pokémon-Liga gehen. Aber was soll's. Also Silvaro hätte ich, also Silvaro klar drinne, Glaciola hätte ich gerne. Und dann gibt es ja diese ganzen Pokémon eben noch, die man über die QR-Codes bekommen kann. Das wäre halt jetzt auch noch sowas Geiles, so ein Shiggy zum Beispiel als Wasser-Pokémon noch mit dabei. Aber gut. Frauenmagie weiterkämpfen. Geister-Pokémon. Ah, sowas. Ah, ich könnte noch so viel Spielzeit hier in dieses Spiel investieren.
Aber ich muss halt auch sagen, es warten halt auch noch viele weitere Projekte letzten Endes noch auf uns. Deswegen ist das Ganze jetzt nicht so ganz einfach, ja. Herok erreicht Level 58. Und oben warten auch noch zwei weitere Trainer auf mich. Direkt ein Doppelduo oder was? Ja. Direkt im Doppelduo. So. Aber jetzt muss doch danach mal ein Pokémon Center kommen, Leute. Das kann ja nicht sein. Das kann ja nicht sein. Meister und Schüler Halvar und Tyler fordern dich heraus. Mit jeweils zwei Pokémon pro Kopf. Okay. Cool. Silvaro und Knogger regeln das. Ich weiß nicht, ob ich das so geil finde gerade. Käfergebrumm ein. Jawohl. Sehr gut. Sehr gut. Gute Wahl auf Pandagro. Nitro-Ladung. Yes. Gott sei Dank. Gyarados erreicht Level 45. Drachentanz, ein mystischer Tanz, der den Angriff und den Initiativwert erhöht. Lassen wir erstmal. Setzt Agilität ein, okay. Despota. Auch ein ziemlich geiles Pokémon. Nitro-Ladung im Sandsturm. Das Erdbeben ein. Oh, mies, das überlebt Knogger nicht. Georok auch nur wegen seiner Robustheit. War, boah, Postelka ein, okay. Komm schon. Oh, Knirscher. Das war's für Silvaro. Das war's für Georok, boah. Mein Team mit dir vollkommen auseinandergepflückt gerade. Panzer Aeron dann auf der rechten Seite, klar. Viel Auswahl habe ich ja dann nicht mehr.
Kampfsblock nicht einsetzen. Okay. Das Risikodeckel ein. Eisenschädel auf Pandagro. Mist. Setzt Explosion ein. Sehr gute Idee. Schadet er damit auch seinen eigenen Teamkollegen eigentlich schon. Aber die haben halt auch immer noch Despotar mit dabei. Das ist das Einzige, was mir gerade so ein bisschen Sorgen bereitet. Nova, aber du regelst das doch jetzt hier. Oder auch nicht. Ich hab jetzt nur Karadas. Vielleicht machen wir doch erstmal was anderes, bevor es zur Pokémon-Liga geht. Das ist echt übel gerade. Yo, ihr wollt mich doch jetzt gerade verarschen, oder nicht? Ja, das ist nicht sehr effektiv, ja, das glaube ich. Eisenschädel. Panzer-Aeron schafft das aber. Habe ich wirklich gerade meine ganzen... Meine ganzen Top-Tränke sind weg. Okay, das ist hart. Jetzt haben wir noch den dicken Boss, Despotar. Auch, oh, ist es so ein verdammt mächtiges Pokémon. Können wir das mit... Das wird nicht viel bringen, nehme ich an. Leidet Schaden. Beinkante auf Panzer-Aeron. Ich gehe doch jetzt hier nicht hops wegen dem Pokémon hier, oder? Leute, jetzt mal ernsthaft. Soll ich es mich trauen einfach? Ewige Nacht und fertig. Die absolute Notlösung, wenn ich gerade überhaupt nicht mehr weiterkomme.
Die Z-Kraft von Silvaro. Okay. Ich fände jetzt ein Pokémon Center ganz nice, ehrlich gesagt. Komm schon. Leute, ich brauche ein Pokémon Center, das ist nicht euer Ernst. Kriege ich denn vorher noch mal eins oder kriege ich keins mehr zu Gesicht? Ich muss ja. Ich kann ja. Das wäre jetzt unlogisch, wenn ich jetzt keins mehr kriegen würde. Oh, Gott sei Dank. Okay. Ich hab's erreicht, das Pokémon Center. Ah, schön. Ja, erstmal alles wieder gesund machen und dann geht's weiter.